Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Montag, der 10. Juli 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Der ATX bleibt auch heute zunächst unter seinem Jahresstartwert und ich berichte über jemanden, der sich von seinem Kapsch-Paket trennen will. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's Market and Me, Podcasting for Equity. Ja, die Börse als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3.108,68 Punkte, jetzt um 13.15 Uhr, als ich das einspreche, ein Minus von 0,19% im ATX. Der Leitindex bleibt damit unter seinem Jahresstartwert von 3.126 Punkten. Auf der Gewinnerseite heute Vormittag die Lenzing mit plus 1,1%, Verbund plus 0,7% und EVN plus 0,4%. Auf der Verliererseite haben wir Voestalpine mit minus 1,2%, dann Do & Co. minus 0,8% und AT&S mit minus 0,7%. Ja, Tennis-Geräusch. Wow. Das Aktienturnier ist in der zweiten Runde. Wow! Und wir haben jetzt hier 8 Duelle. Und wow! Ich beginne mal Palfinger gegen Pira Mobility, Telekom wow. gegen RBI, Zumtobel gegen FACC, Kontron gegen Mayr-Melnhof, Post gegen AT&S, Agrana gegen Frequentis, POR gegen S-IMO und finally Do & Co. gegen die Vienna Insurance Group. It's time for the Main Event! Ja, Main Event war in der Vorwoche unter Umständen die 80 Millionen Euro für Kapsch aus dem Paket mit der deutschen Bundesregierung, Maut und so weiter, CTS Eventim. Das war dann doch viel weniger, als etliche geglaubt haben und das sind auch etliche Spekulationen rundherum da gewesen, unter anderem auch vom deutschen Magazin Kapital Depesche und die sagen, okay, nach der Entscheidung vom Schiedsgericht ist die Spekulation raus und sie trennen uns von den Stücken und sind da jetzt mit Limit als Verkäufer auch im Markt. Auf der News-Seite haben wir Agrana. Da gibt es die Eckpunkte der neuen Wachstumsstrategie Sustainable Value Growth, die einen Prozess für weiteres profitables Wachstum und nachhaltigen Erfolg starten soll. Dann haben wir noch gleichzeitig den CEO, den Markus Mühleisen, bei meinen deutschen Kollegen im Börsenradio-Interview gehabt. Werde ich dann in den Shownotes verlinken und die OMV hat ihr Trading-Segment für das zweite Quartal veröffentlicht. Sonst ist heute relativ dünn, auch die Umsätze sind sehr gering, habe ich zuerst gar nicht gesagt. 5 Millionen, der beste Titel, es ist Sommer, einfach. Aber es gibt trotzdem ein wenig Research und zwar vor allem auf der Topline. Die Raiffeisen Research haben die Top-Picks überarbeitet und BAWAG, Palfinger und BMW rausgenommen. Die neue Liste besteht jetzt aus A1, Telekom Austria, Allianz, Amazon, Bank of America, Bayer, Eni, Equinor, Erste Group, Fresenius, Heineken, Infineon, Microsoft, OMV, SBO, Shell, Walt Disney und Zumtobel. Also es sind 5 Österreicher dabei, Telekom Austria, dann Erste Group, OMV, SBO und Zumtobel, um es nochmal zu wiederholen. Company Update gibt es auch zu FACC von Raiffeisen Research, dort bleibt man behalten und geben ein Kursziel von 8,60 auf 7. Jefferies bleibt bei RHI Magnesita auf Kaufen, geben ein Kursziel von 2,835 auf 3,580 Pence. Alster Research bestätigt Kaufen für Kontron, das Kursziel von 31 auf 32 Euro. FMR, Frankfurt Main Research, bestätigt Buy für Kapsch, geben ein Kursziel von 13,8 auf 18,6. Das schließt sich der Kreis jetzt wieder ein bisschen zu der eingangs erwähnten Geschichte. Das ist doch ein höheres Kursziel. Und Steve L. stuft Wienerberger von Halten auf Kaufen wieder hoch
und das Kursziel von 30 auf 37,5 Euro. Wienerberger ist das Stichwort. Da gibt es dann heute am Abend mit der Folge 30x30 Finanzwissen pur, wird bei Wienerberger in die Tiefe gegangen und zwar auf Basis des Geschäftsberichts 2022. Schauen wir uns das Ganze ganz genau an, was man da rauslesen kann in 30 Minuten Geschäftsbericht zum Hören. Es ist ein Versuch. Danke an Wienerberger, dass wir das als Grundlage verwenden durften. Und ja, heute um die Schlussrunde geht das live. Als Narrator wird mein Kollege Josef Oberganschnick fungieren. Der hat sich das ganz genau angeschaut. Tschüss und Baba.